dafür, dass ich ganz schön schnell bin, bin ich manchmal ganz schön spät dran. Genau. Herzlich willkommen, ihr Speedster. Hier ist euer Elektroboy mit seinem Feedback zum The Flashfilm. Genau. Habt ihr Bock drauf? Wenn ihr Bock drauf habt, geil, bleibt dran. Wenn ihr nicht Bock drauf habt, bleibt auch dran. Aber sonst geht's hier halt jetzt los. Eins vorweg, bevor ich überhaupt anfange, das Video ist nicht spoilerfrei. Der Film läuft lange genug, ich denke mal, einige haben ihn gesehen. Wer noch nicht gesehen hat, schämt euch. Genau. Also geht's jetzt los. Viel Spaß und ab geht's. Gut, ja. Hier bin ich nach ganz schön langer Zeit. Aber ihr habt gestern wahrscheinlich auf meinem Kanal gesehen, Kurzvideo, heute kommt das Video und hier ist es. Genau, so. Tachles, Fachles, herzlich willkommen beim The Flash Feedback Video vom Elektroboy. Ja, was fange ich an? Was los ist bei The Flash, wisst ihr ja selber, ich will jetzt nicht über alles reden, nur über fast alles. Genau, aber eins vorneweg, es ist nicht spoilerfrei. Ja, nur, dass ich euch vorhin Worte habe. Gut, ich fange mal mit dem, was ich fange mal mit dem Negativen an, weil der Film hat für mich viel zu viel Positives als Negatives. Gut, der größte negative Punkt an dem ganzen Film ist eins, und zwar Ezra Miller. Genau, Ezra Miller. Also, ich muss sagen, ich kannte ihn ja erst wirklich nur aus dem Justice League. Genau. Und fand ihn da schon ein bisschen komisch. Aber ich dachte, das ist aber ein komischer Flash. Das ist aber ein ganz komischer Typ für den Flash, genau. Ich dachte, naja, ich hätte vielleicht gehofft, dass es besser wird. Und ich muss gestehen, es wurde nicht besser. Also der Typ hat mir nicht gepasst. Ich komme mit dem nicht auf einen Nenner. Also ehrlich nicht. Der ist für mich ist mir absolut ein unsympathischer Schauspieler. Muss ich gestehen. Ich kannte ihn vorher nicht. wollte ich auch vorher nicht kennen. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich die Flash-Serie noch nicht angefangen habe. Ich glaube, da würde ich den noch mehr scheiße finden. Ja, also darum. Also ich freue mich auf die Flash-Serie. Ja. Ich zum Beispiel, ich kenne die Flash-Serie oder den Flash selber wirklich nur aus ein paar Comics. Finde aber seine Eigenschaften richtig gut. Ist für mich besser als Quicksilver im Prinzip, so bei mir. Ich kenne halt den Flash nur, also die Serie oder selber, die ich früher geguckt habe, und zwar, das ist die Flash-Serie aus den, warte mal, ich hatte ich doch eben hier, genau, da. Flash, der rote Blitz. Die Serie kam von 1990 bis 1991, 45 Minuten, 22 Episoden in einer Staffel mit, genau, mit, wie heißt da, Josh Wesley's Ship, genau. Da komme ich nochmal drauf zurück, genau. Da kannte ich den nur her und das fand ich richtig cool. Und werde mit Ezra Miller nicht warm. Nee, tut mir leid. Ist absolut ein unsympathischer Schauspieler. Das ist echt das, wo ich sagen muss, das ist der größte Kack. Genau, gut. Das ist für mich der Hauptmerkmal. Dann das andere mit der Story ist es nicht negativ. Eher so ein Medium. Weil die Story alleine vom Flash-Film ist sehr cool. Sehr cool. Und es ist gut gemacht, wenn man auf Basis des Flashpoint-Comics, was ja nun mal nicht geht, dass der Batman, dass Bruce Wayne stirbt und also, ja, der Flash zurückreist in die Vergangenheit, um seine Mutter zu retten und
dann wird halt nicht die Eltern von Bruce Wayne sterben da, sondern Bruce Wayne, der Vater wird zum Batman und die Mutter wird zum Joker. Genau, das ist die Kurzfassung. Genau, das ist Flashpoint. Und hier ist es halt mal anders. Genau. Der Flash reist zurück, rettet seine Mutter und dann gibt es halt keine Metawesen. Genau. Es gibt keinen Superman. Superman ist tot. Genau. Und ja. Superman ist tot, es gibt Supergirl, es gibt kein Aquaman, es gibt kein Cyclops, aber es gibt einen Batman. Genau, das ist das. Nee, also das ist Russland. Ihr wisst ja selber, wer der One and Only, wer wieder da ist. Und das ist auch für mich das. Nee, also der Hauptnegativpunkt ist ganz einfach Ezra Miller. Das ist das, was mich an dem Film am meisten stört. Und sonst durchweg. Das ist das Einzige. Im Prinzip ist das echt das Einzige, was mich an diesem Film stört. Ezra Miller. Ich kann es nicht auf die sagen. Also ich habe mir jetzt zweimal gesehen. Ich denke mal, ich schaue mir noch mein drittes an, weil die Story einfach super ist. Wie James Gunn sagt, einer der besten ist es für mich auch. Es ist für mich auch. Es ist für mich definitiv einer der besten Superheldenfilme und das lange Warten hat sich gelohnt. Aber für Warner ist es halt. Ja, für Warner ist es halt ein Desaster ohne Ende. Genau. Weil so schön die Filme sind, aber Warner will halt auch Geld verdienen. Und ihr wisst ja selber heutzutage, heute geht es um mehr als Geld als andere. Genau. Aktuelles Stand weltweit 246 Millionen. Genau. Hört sich viel an, ist es nicht. Der Film hat gekostet in Produktion zwischen 200 und 220 Millionen. Genau, da könnt ihr euch Pi mal Daumen ausrechnen. Wirklich viel verdient haben sie nicht, denn für die, die es nicht wissen, das Marketing ist nicht integriert in die Produktionsbudget. Also im Prinzip müsste der Film 450 Millionen einspielen, um profitabel zu sein. Und so wie es aussieht, ist das ein Satz. Und das kann ich nicht verstehen. Aber ich denke mal auch, einer der Hauptfaktoren für mich, also in meiner Erfahrung, ist halt als Filmfreak. Ist halt, es kam zu viel Blockbuster in diesem Monat. Spider-Man lief an, Transformers lief an. Und der Juni ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, um ins Kino zu gehen, denke ich mal. Und das andere ist halt, die Leute müssen sparen. Mehr sage ich zu dem Thema nicht. Ihr wisst ja selber, was in der Welt los ist aktuell. Ich denke mal, die Leute müssen sparen und Corona hat die Leute auch. Und wie gesagt, Geld. Das ist halt Kurzfassung. Da können wir jetzt noch weiter diskutieren. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Weil es einfach sich nicht lohnt. Ihr versteht selber, was ich meine. Genau, die Leute müssen sparen. Ich bin Fallschaft, ich habe Kinogänger und solange es noch Kino gibt, gehe ich auch ins Kino. Und der Flash-Film ist für mich ein Nonplusultra, ins Kino zu gehen. Und darum sage ich es bloß. Also, das ist halt, wie gesagt, für Warner ist es halt, ja. Tut mir leid für Warner, aber was soll ich dazu sagen, ja. Ist halt nur die Realität, ja. Darum. Ich habe meinen Soll erfüllt, ich bin zweimal gegangen, wie gesagt, ich überlege jetzt noch ein drittes Mal. Einmal geht noch. Ja, ist gut. Es ist richtig gut. Ja. Genau. Ich kenne die nochmal, bevor ich jetzt weiterrede, ich kenne die, wie gesagt, Ezra Miller nervt, es stört mich total. Ich kenne die Flash-Serie nicht, die werde ich irgendwann mal gucken. Wenn ich irgendwann mal mit der Arrow-Serie fertig bin, dann bin ich bis jetzt in Staffel 2. Das 2, glaube ich, noch nicht rausgekommen. Genau. Genau. Das ist das. Ja, aktuell steht aber die Kritiken sind eigentlich gut. Das Tomatometer bei Rotten Tomatoes steht bei 64, der Audience Score steht bei 84, das ist eigentlich richtig gut. Alles über um die 60 ist fresh, also es ist cool. Es ist wirklich einer der besten DC-Filme aller Zeiten, genau. So, nochmal jetzt noch reden wir jetzt mal über den Film selber, genau. Wie gesagt, Ezra Miller finde ich scheiße. Wird doch auch nicht einer meiner liebsten Schauspieler. Das ist auch das Gute, dass der Flash-Film nicht weitergeht und Ezra Miller, denke ich mal, es wird nicht weitergehen. Das ist das einzige Nachteil. Weil ich hätte echt, wäre cool gewesen, wenn sie den Film so als Knackpunkt genommen haben, um zu sehen, dass sich das aus dem DCEU das DCU wird, genau, aus dem DC Extended Universe, was zu dem der Flash-Film gehört, wird ja das DCU. Und das DCU beginnt offiziell mit dem ersten Film wird Superman Legacy. Da gibt es ja auch Schauspielerwahl schon. Wurde ja schon bestätigt. Krypto kommen finde ich richtig geil. Und
Und aber der erste Charakter im DCU wird halt Blue Beetle sein. Das ist cool. Der Film ist ja schon ein Dreh, da habe ich auch ein Trailer-Reaktionsvideo schon gemacht, wo ich auch richtig hyped drauf bin. Das wird richtig cool. Also das ist cool. Das ist halt, ja. Das ist ein bisschen cool. Das denke ich mal auch, ist vielleicht auch noch ein Grund, warum viele Leute überfordert sind und keinen Bock auf Flash haben. Und da kann ich euch nur sagen, wer den Flash-Film noch nicht gesehen hat, ihr verpasst was, ihr verpasst was, ihr verpasst was. Richtig geil. Nee, also, das ist das. Das soll der Hauptfaktor, wie gesagt, sonst noch nicht. Ja, wie anfängt. Also, was die Cameo-Auftritte von Wonder Woman nochmal, Gal Gadot, richtig cool am Anfang. Und ich muss echt jetzt gestehen, Bruce Wayne, nee, hier, Ben Affleck als Batman, ist für mich also persönlich der Charakter oder der Schauspieler, der wirklich den Batman spielen könnte, wenn jetzt irgendwann man einen Batman Beyond Film kommen sollte. Also, glaube ich eher nicht dran, aber er wäre der perfekte ältere Batman für Batman Beyond oder für die Batman Beyond oder für die meine Lieblings Batman Animationsserie ist halt Batman of the Future, würde er perfekt passen. Also Ben Affleck richtig geil, auch das mit dem Motorrad am Anfang richtig cool und die Eröffnungsszene mit den Kindern, die war ein bisschen spooky, wo ich mir gedacht habe, aber beim zweiten Mal fand ich es richtig cool. Hat mich sofort, die Kinderszene hat mich erinnert, gleich am Anfang, wo er halt die Babys rettet und dann man halt sieht, was er mit seiner, wenn er Höchstgeschwindigkeit eben hat, auch wenn er seine Fähigkeiten einsetzt, hat mich erinnert an die Szene aus X-Men Zukunft ist Vergangenheit mit Quicksilver, wo sie in der Küche stehen und alle, die auf die schießen und da steht der Wolverine und Professor X und Magneto und die schießen und ja, wo dann er mit Musik und sich dann bewegt und so fand ich das mit den Babys. Das fand ich richtig gut gemacht. Was, so die ganze Geschehnisse drumherum. Coole Story, also wirklich, kann ich sagen, es gibt noch Punkte, was ich auch richtig gut finde, was ich aber einerseits ein bisschen schade finde, ist halt mit dem Anzug. Nee, nicht, wir reden nicht über den Anzug, reden erstmal mit den, was ich richtig geil finde beim Flash ist halt, der hat ja seine Fähigkeiten nicht, mit dem wurde er ja nicht geboren, wie bei Quicksilver als Beispiel. Er hat ja seine Fähigkeiten bekommen durch den Blitzeinschlag und durch die Chemikalien, genau. Dass er halt seine Energie, dass er halt immer essen muss, das haben sie richtig cool gemacht, so dass er essen muss. Und mit der Babyszene, wo du merkst, auf seiner Uhr sieht, ich habe Akkus leer und er mampft und das finde ich cool, dass er halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen realistisch, weil woher soll die Energie nehmen, ja? Das. Aber jetzt muss ich mal kurz hören, ja, was ich jetzt richtig genial fand, ist halt mit dem Anzug. Ich habe erst im Trailer, wo ich im Trailer den Ring gesehen habe, ich gedacht, was hat der Ring zu bedeuten? Ich fand die Idee, dass der Ring, also aus dem Ring der Anzug rauskommt und der sich dann vergrößert mit den ganzen Luftmolekülen und er den dann anzieht, das fand ich richtig cool, dass da der Anzug drin ist, genau. Weil Superman damals zum Beispiel hat sich ja in der Telefonzelle mitgezogen, Spider-Man im Hinterhof. Was ich schade finde, die hätten wenigstens einmal zeigen können, wie er sich in seiner Fähigkeit den Anzug anzieht. Das finde ich ja. Dann natürlich, wie gesagt, die ganze Story mit Mutter zurückretten und dass auf einmal die keine Metawesen existieren. Was natürlich das Highlight des ganzen Films ist und was wirklich alle abgehebelt hat, war Michael Keaton zurück. Michael Keaton als Alter und Batman hat mich echt abgehobelt, wo ich sage, wow, er ist wirklich der Urvater für mich persönlich, der Urvater aller Batmans, der ultimative dunkle Batman, genau, so old, also ultimate old generation Batman ist das, da kann ich auch in der Film auch die Worte das zu beschreiben, das muss man erlebt haben, die Bathöhle nochmal zu sehen, das Batmobil, schade, dass es nicht im Einsatz war und wie er das rübergebracht hat, ey, Wahnsinn, das kann ich nur sagen, ey, schaut euch das an, das war absolut. Und der klassische Satz, ich bin Batman, genau, ja. Dass Ezra Miller dann zweimal da ist, das war mir richtig doppelt belastend. Also als Junge und der war ein bisschen scheiße und so. Das, wie gesagt, ich werde mit dem nicht warm. Und dann, als ich ihn zweimal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, nee. Also. Aber ja, mal gesehen, es geht um den Flash hier, sag, aber Ezra Miller, es geht nicht. Geht nicht. Mit dem werde ich nicht. Aber wie gesagt, die ganze Storyline.
Was halt ein bisschen kurios ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch überlegt, ob das alles wirklich so stimmt hat, ist halt, Barry wollte ihr helfen, seinem alter Ego Barry hier zu helfen, seine Kräfte zurückkriegen, er hat sie verloren und dann, das habe ich nicht ganz verstanden, wie das überhaupt funktioniert, wie das funktionieren soll, dass der Blitz, er hat ja die Chemikalien gekriegt, also der Barry von Prime Earths, kann man so sagen, er dann, ja, der andere nicht und er hatte Kräfte und er dann nicht, das habe ich so nicht ganz verstanden, wie das da war, das ist halt ein Comicfilm, ja, das muss nicht alles realitätsgetreu sein, dass das auf jeden Fall auch die Kämpfe waren, alle super und das Bett, dass er halt der Alter, der Barry, der neue Barry oder Barry von der aktuellen, nennen wir es mal so, dann das Batman-Kostüm geändert hat und dann man hat das Batman-Symbol gesehen, darüber den gelben Blitz und hat sich das Kostüm selber gebaut, fand ich gut. Die Einsätze der Speed Force war auch richtig cool, auch mit den ganzen Erden, wie gesagt, die Kämpfe waren richtig gut und das Sword noch mal aufgetaucht ist. Genau, das war alles super. Es war nicht eine Minute langweilig. Ich sehe schon, die Zeit rennt wieder. Genau, ja, es war nicht eine Minute langweilig. Und dann natürlich das Highlight. Das war so im Großen und Ganzen. Ja, also die Kämpfe und keine Metawesen und alles so drumherum. Wahnsinn, die Einsätze Speed Force und wie er da hingekommen ist und dieses Ganze. Und dann natürlich der finale Kampf und. Richtig geil. Und dann natürlich am Ende, was ich halt gut finde, was bei DC so aussieht mit den Erden, dass man die verschiedenen Erden auch als Kugel sieht. Und das hat man auch gesehen. Und dann natürlich, da muss ich jetzt mal kurz das raussuchen. Das hatte ich nämlich auch, wie ihr sagt, das habe ich rausgesucht. Oder hat einer gebaut und das fand ich richtig cool. Das muss ich euch zeigen. Ist halt dieses Bild hier. Genau. Und zwar das hier. Genau. Seht ihr das? Genau. Das sind die ganzen Cameos, die auftreten. Genau. Ben Affleck, Michael Keaton. Dann der damalige Batman in Schwarz und Weiß. Ich komme jetzt gar nicht auf. Den Namen. Möchte ich jetzt so nicht raussuchen, aber wenn ihr das schon seht, dann werdet ihr das auch geil finden wie ich. Genau, dann Christopher Reeve, der leider nicht mehr lebt, Helen Slater hier. Als Supergirl, richtig geil. Und dann hier, das war natürlich das Highlight. Man hat da alles CGI-mäßig, wo die Leute auch meckern. Ich sage immer auch, es geht bloß ums Prinzip. Das muss nicht perfekt sein, so wie bei Indiana Jones aktuell. Genau. Und dann natürlich hier, genau, ihr seht mit dem Hut, das ist Jay Garrick. Genau. Das ist John Wesley's Ship. Genau, der Flash aus der damaligen 90er sieht man hier als Jay Garrick. Genau, richtig. Ist das nicht geil? Oder? Das nenne ich mal ein Cameo vom Feinsten. Genau. In diesem Outfit. Und dann natürlich Adam West sieht man. Der Batman in Strumpfhosen. Genau. Und dann für viele das Nonplusultra. Wie für mich auch und für die meisten auch meckern. Nicolas Cage als Superman. Ja, genau, ihr seht richtig. Viele meckern über das CGI. Ich sage bloß, ey Leute, das ist Fanservice vom Feinsten. Das ist Nerds. Das so, wie wir das brauchen. Das geht nicht. Das muss nicht perfekt sein. Es geht darum, dass man es in einem offiziellen Film sieht. Genau. Genau, es war nämlich damals mal geplant, Nicolas Cage als Superman auftritt, es gab ein Kostüm schon und aber wurde dann gecancelt, genau. Und dann natürlich das Ende, wo ich auch selber ein bisschen baff war, wo halt Barry alles wieder versucht hat, wo er denkt, er hat wieder alles richtig gemacht und zurück, so wie in ihm. Also, wie soll ich das sagen? Es ist alles so, wie es mal sein sollte. Es ist fast alles so. Denn am Ende sieht man ja, das Auto hält an und das teure, coole Auto und steigt nicht Ben Affleck aus, sondern genau George Clooney, genau. George Clooney und Barry ist total sprachlos. Genau, er ist total sprachlos, dass da George Clooney auch da. Ich war es auch. Ich hätte echt
Mit, wie heißt er? Christian Bale gerichtet. Aber der hat gesagt, Warner wollte ihn haben. Aber er hat nein gesagt, solange Nolan nicht damit macht. Das finde ich gut. Er hat gesagt, er hat seinen Standpunkt, wenn da Nolan nicht mitspielt, ziehe ich nie wieder das Batman-Kostüm an, im Prinzip, ja, genau. Und weil Kilmer ging nicht, weil dem sie jetzt ja gesundheitlich wirklich, wirklich bringt. Ich weiß gar nicht, ob der lebt, aber ich denke mal, der lebt. Aber das darum hat sich George Clooney angeboten, das fand ich cool. Ja, das, klar, das ist jetzt bloß das Ende, weil das wird, darauf wird nicht aufbauen. Dieser Flash ist einzigartig und, ja, auf jeden Fall die Cameos, ja, die Cameos sind genial, oder was meint ihr, oder? Die Cameos sind doch absolut geil. Kannst du nicht meckern, Alter. Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wenn ich da schon mal bin, Superman. Superman, schwarz-weiß. Da, Superman. Komme ich nicht drauf. Will denn nicht, hätte ich gesagt, dass man jetzt, komm, wie der Schauspieler heißt. Genau, aber ist ja auch real. Ist ja auch real, genau. Ja, auf jeden Fall, das sind die Cameos. Und am Ende sieht man noch in der Mid-Credit-Szene noch Aquaman. Also, alles super. Nee, aber sonst im Großen und Ganzen ist dieser Film einfach toll, super. Ehrlich. Echt, ich bin super begeistert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Ja, schon mal, ich habe euch alles verraten, der Rest. Ja, das war mein Fazit. Also, ich bin begeistert. Eine wirklich, wie James Gunn sagt, einer der besten Superhelden-Verfilmungen, die DC je auf die Beine gestellt hat. Ach ja, und das, was ich cool fand, zum Schluss noch, es gab sogar mal Menü. Genau. Der Batman-Lüfter. Genau, den gab es bei uns im Kino. Den Newton Flash-Eimer. Richtig schön. Toll, oder? Geil. Ich finde das ja richtig geiles Symbol. Und dann dazu gab es entweder zwei Aufsätze. Ich habe mir am Anfang erst den geholt, beim ersten Menü. Richtig cool, oder? Ich meine, Kamera halten. Genau, richtig cool. Und dann natürlich, den finde ich nicht so gut. Genau, das ist der Flash. Genau, das. Genau, die gab es. Unter der klassische natürlich hier, oder bisher der Silber, ja. Das kennt ja, genau. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn ihr zufrieden seid, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr nicht zufrieden seid, schreibt mir auch in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt von Feedback-Videos mit Spoiler und ohne Spoiler, dann auf jeden Fall. Der nächste DC-Film ist halt Blue Beetle und kommt Kinostart ist der 17. August. Genau, 17. August kommt Blue Beetle in die Kinos. Ich bin natürlich einmal, wenn ich zur Preview schaffe, bin ich zur Preview da. Wenn nicht, dann halt so schnell wie möglich. Und sonst war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann seht ihr mich beim nächsten Video. Genau. Also, bis dann. Genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Und denkt immer dran, immer schön schnell bleiben. Und wenn ihr schnell genug seid, dann landet er auch in der Speed Force. Genau. Und könnt euch die Zeit reißen. Also, bis dann. Tschüss, euer